Jetzt hier mit Bea in Bern. Bea, sag doch mal, wo sind wir jetzt gerade? Also wir sind jetzt hier in der Urnkammer vom Ziehglocke. Ziehglocke ist eines der wichtigsten Gebirge, also eines der wichtigsten. Auch wenn wir nochmal anfangen. Mach weiter. Gebäude in Bern. Wir sehen hier das mechanische Uhrwerk. Die Stadt wurde 1191 von Herzog Bertolt von Zellen gegründet und der erste Stadtteil war bis hier, und hier, wo wir stehen, war das erste Stadttor. Die Stadt wurde dann schnell erweitert und dann brauchte man diesen Turm nicht mehr als Stadttor und hat dann nach einem großen Brand beschlossen, hier einen Uhrenturm zu bauen. Das war 1405. Die erste Uhr ging dann nach 100 Jahren mal kaputt und dann kam ein Uhrmacher, auch aus dem süddeutschen Raum, eigentlich war er nicht Uhrmacher, sondern Waffenschmied, und hat diese Uhr gebaut, 1530, Kaspar Brunner. Und weil er eben Waffenschmied war, ist alles auch so richtig mechanisch, ein bisschen, vielleicht ein bisschen grober, als das ein Uhrmacher gemacht hätte, aber die Uhr läuft und läuft. Ein Mann muss kommen und sie jeden Tag aufziehen. Dann kann er diesen Hebel da reinschieben und das aufziehen, weil die Uhr läuft an Gewichten. Das sind 400 Kilo, das sind 400 Kilo schwere Steine da. Und hier ist das Hauptwerk, da hinten die Viertelstunde, die Stunde, der Hahn, das Hahnspiel und auch Kronos. Jawohl. Okay, was sind denn so jetzt hier in Bern die Must-Sees? So würdest du sagen, was muss man denn gesehen haben, wenn man herkommt? Also das ist sicher eben die Ziehglocke, das ist auch das meist fotografierte Gebäude und dann das Bundeshaus. Jawohl, okay. Vielen Dank, Bea, und wir schauen weiter. Okay, tschüss.